Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. In der letzten Folge haben wir im Auftrag der Baal-Molag-Mehr Odra Helvis kostbare Abschriften geklaut und sind ihrer habhaft geworden. Und diese Abschriften haben die Geschichte des Kaiserreichs abgehandelt. Mir hat das keine Ruhe gelassen, ich habe das in der letzten Folge nochmal erwähnt, weil diese Bücher ja einen speziellen Namen hatten, dass ich die vielleicht nochmal zeige. Und ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschaut, indem ich einen vorherigen Spielstand geladen habe, zu diesem Ort gegangen bin mit der Truhe in der Halle des Regenten und das nochmal überprüft habe, ob diese Bücher, die sind auch da dann schon vorhanden natürlich, die erscheinen ja nicht erst mit dem Annehmen der Quest, ob diese Bücher tatsächlich besonders sind. Und nein, sind sie nicht. Es sind ganz normal die Bücher, die ich dann tatsächlich auch angeschaut habe, als ich zu Vala Khadrazo gegangen bin. Diese vier Geschichtsbücher über das Kaiserreich sind identisch dazu. Nur waren die Bücher mit einem besonderen Namen versehen. Aber inhaltlich genau das Gleiche. Das heißt, da braucht man nicht zeigen. Also ist das egal. Ich werde aber daran denken, falls ich jetzt nochmal einen besonderen Gegenstand haben sollte, vor allem wenn er gelesen werden kann, dass ich darauf achte, das entsprechend zu zeigen vorher. Das mit dem Ring, das ist jetzt nicht so tragisch, den ich ja Prallion abgekauft habe, was das jetzt für ein Ring war. Aber falls es nochmal solche Sachen gibt, dann werde ich das definitiv tun. So, was ist unser jetziger Auftrag? Wir sollen von Beryl Selas den großen Dwemer-Kelch stehlen. Mhm. Und den zu Danso Indules, ein armer Priester, bringen. Genau. Das Oberhaupt der Ordinatoren. So, in den Gesetzeshallen von Vivek. Ja. Das heißt, genau, da befinden wir uns ja natürlich schon. Da bin ich ja entsprechend schon hingegangen. Moment, das... Okay. Ich sehe schon, das ist der entsprechende Kelch, den wir suchen. Ganz sicher. Oder? Dwemer-Kelch. Ich habe jetzt irgendwie an einen Kelch vom sechsten Haus gedacht. Ich weiß gar nicht, warum an einen Pokal. Aber ein Pokal ist natürlich kein Kelch. So, jetzt haben wir natürlich hier leichtes Spiel, würde ich sagen. Ja, klar. Wir haben schließlich Telekinese. Die können wir wirken. Ja, wir müssen dafür auch zaubern. So, dann hat sich das erledigt. Ja, das ging natürlich sehr einfach. Ich meine, wenn man so eine Kurve hat hier, oder besser gesagt so eine Ecke, nicht Kurve, und hier ist nichts sehr gut, dann ist halt Telekinese einfach der God-Mode. Ja, okay, dann haben wir das. Sehr schön, wunderbar, bereits erledigt. So, dann reisen wir mal zur Arena. Und dann zum Fremdenviertel, um entsprechend zu Jim Stacy zu gelangen. So. Ja, ich denke mal, jetzt brauchen wir keine Levitation, zumal wir bei unserem Zauberstab auch mal ein bisschen drauf achten müssen, dass wir den jetzt nicht extrem leer nuckeln. Ich meine, klar, wir können jederzeit rasten und dann entsprechend den wieder auffüllen, aber ich will ja irgendwie auch keine Ingame-Tage verschwenden. Warum bin ich jetzt... Bin ich eigentlich doof? Warum bin ich jetzt hier so hoch gegangen, wenn ich doch eh wieder runter will? Das ist so sinnfrei. Ah, egal. So, aber wir gehen... Nein, ja, fast gut gemeint. So, wir gehen rechtzeitig. So, und dann gehen wir... Wir gehen immer falsch. Wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Ich weiß nicht, warum ich intuitiv immer in diese Richtung gehe. Das ist so irgendwie... Keine Ahnung. Das mache ich einfach so. So, konntet ihr den Dwemer-Kelch zu jemandem bringen, der seines Wertes würdig ist? Also, ich sag dazu jetzt nichts mehr, oder? Wer die letzten Folgen gesehen hat, lasst das einfach mal unkommentiert. Einfach so. Und der die letzten Folgen gesehen hat, der wird sich schon genau denken, warum. Ja, mhm. Okay, wir hätten das auch eigentlich schneller machen können. Egal. Naja, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen, ne? So. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Du bist das sogar. Ist dieser Dwemer-Kelch denn besonders? Nein. Okay, da. Dieser Kelch kommt mir bekannt vor. Was ist damit?
Warum gebt ihr mir dies? Ich kann das Geld natürlich brauchen, aber... ja, richtig, es war mir nicht klar. Ja, ich sehe eure Handschuhe. Ich werde euer Geschenk annehmen. Hab Dank. Ah, jetzt kommt mir so langsam in den Sinn. Was ist denn, wenn ich sie nochmal drauf anspreche? Huch, was? Oh, okay. Interessant, ja. Mhm. Was kann zwei Ordinatoren so schnell töten, dass sie nicht einmal ihre Waffe ziehen können? Ihnen die Kehle aufschlitzen. Das ist hier in Vivek passiert. Es muss ein Hexenmeister oder Vampir gewesen sein. Die Wache in der Halle der Gerechtigkeit möchte nur ungern ihre eigenen Ordinatoren hinter diesem Mörder her schicken. Es geht das Gerücht, dass sich diese Wache um die Hilfe Außenstehender bemüht. Ihr seid ein Fremdländer. Wusstet ihr, dass 5 andere Fremdländer auf die gleiche Weise getötet wurden? Aha, dann haben wir jetzt also einen Hinweis bekommen zu einer weiteren Aufgabe. Zu einer höchst interessanten weiteren Aufgabe, muss man sagen. Sonst und Wemakirch sagt sie uns, ja, danke. Wahnsinn. So, was wollte ich gerade erwähnen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Au, das hat falsch angegeben? Naja. So. Okay. Dann schauen wir mal, was uns der gute Jim Stacy jetzt sagt. So, dafür werde ich jetzt aber mal nicht hier nach oben rennen, sondern nur so weit wie nötig. So. Dann machen wir es jetzt mal wie der Profi. So, so, so. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ja, ja. Boah, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich glaube, meine Bücher. Respekt an mich selbst, ja. Das war jetzt der absolute Bringer. So. Konntet ihr den Dwemerkelch zu jemandem bringen, der seines Wertes würdig ist? Ja. Gut, dann so ein Dudes kann diesen Kelch verkaufen und mehr Gutes damit erzielen, als Beryl Sala und die Ordinatoren es jemals werden. Ja, der war 30 Draken wert. Also, ich meine, klar, Kleinvieh macht auch Mist, aber 30 Draken kommt mir jetzt nicht nach furchtbar viel vor. Aber egal, du wirst es schon wissen. Balmolakmer. Nun wisst ihr so gut wie ich, was die Balmolakmer tun sollten. Ich werde eurem Urteil vertrauen. Ach so? Das war das Letzte. Wirklich? Wirklich? Echt? Okay. Danke mir, dass ich mir zu da gebracht habe. Okay, das war's offensichtlich. Ja gut, eine Beförderung kriegen wir nicht, außer wir machen das hier. Dann ist das jetzt offensichtlich. Was ist, wenn wir sowas machen? Ja. Dann ist das jetzt offensichtlich das Ende davon gewesen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das das Letzte ist, was wir dafür machen. Aber okay, naja. Wahrscheinlich sollten wir einfach nur ja, verinnerlichen, was die Balmolakmer tun, bevor wir selbst Meisterdieb werden. Okay, alles klar. Dann werden wir jetzt die Arbeiten machen. Ein Diebeskollege und Mitglied der Gilde ist verschwunden. Würdet ihr Nabz Teran für mich ausfindig machen? Er war oft in der Taverne Elfennation im Lalu-Bezirk hier in Vivek. Er sollte mir einen Schlüssel bringen, findet heraus, was ihm passiert ist. Wenn er, wie ich befürchte, tot ist, findet seinen Schlüssel und bringt ihn mir. Ja, immerhin soll ich jetzt zu ihm zurück, aber das ergibt ja auch Sinn, weil das jetzt wirklich die Aufträge sind, die er auch selbst ausstellt und die ihn auch selbst mehr oder weniger betreffen. Taverne Elfennation im Lalu-Bezirk, Nabz Teran. Okay, dann gehen wir da doch hin. Die Folge ist schließlich noch nicht lang genug. So, ja. Die Bücher könnten mich interessieren, aber vielleicht auch nicht. War vielleicht auch nicht in dem Moment, wer weiß das schon. So, nee, wir wollen hier hoch. So, hier hin, da hin, so, jawohl, zack, da. So, und dann zum Lalu-Bezirk. Genau, das ist da lang. Und dann einfach mal, ja, über die Brücke da. Ja, hier ist ja keine Brücke. Ach, verdammt. Ah, das ist so ein Elend. Dann machen wir einfach hier mal einen Zauberstab. Zack. So. Warum habe ich jetzt ja eigentlich viel weniger in der Leiste? Ach so, weil ich hier eine Sache rausgenommen habe. Wahrscheinlich war es das dann schon. Naja. Taverne Elfennation. Die wird sich höchstwahrscheinlich hier befinden. Wir sind hier in der Bodensektion. Taverne Elfennation.
Oder ist die doch auf dem Platz? Ich meine nicht. Würde mich wundern, aber... Taverne Elfennation. Ich weiß, dass wir da doch schon mal waren. Taverne ohne Namen. Taverne Elfennation. Nee, die ist tatsächlich hier. Alles klar. So, Naz Teran. Was sollen wir hier dann... Was sagen wir, es gab ja eine passiert, das nutzt hier ran, trifft sich ja. Okay, also den Schlüssel beschaffen und mehr oder weniger mit den Leuten hier reden. Die sind mir natürlich sehr wohlgesonnen, das heißt, die werden mir super viel sagen, gehe ich von aus. So, ja. Da. Ich habe ihn von Zeit zu Zeit gesehen, aber nie mit ihm gesprochen. Okay. Was sagst du mir dazu? Amava Ratri sprach mit ihm, als er das letzte Mal hier war. Vielleicht solltet ihr es in seiner Wohnung versuchen, aber ich weiß nicht, wo er lebt. Fragt Gardela. Sie kennt ihre Kunden gut, obwohl sie ungern über sie spricht. Gardela. Amava Ratri, Gardela. Was ist mit Doch. Sie ist dort drüben. Hä? Moment. Was sprach, als das letzte Mal war. Sie. Aha. Okay. Aber warum? Das frage ich mich jetzt. Warum sagst du? Das verstehe ich jetzt nicht. Sprach mit ihm. Vielleicht solltet ihr es in seiner Wohnung versuchen. In seiner? Okay, Wohnung? Ach so, vielleicht, falls die den umgebracht und da drin verscharrt hat, oder wie? Naja, wir werden einfach mal die anderen noch fragen. Sie ist dort drüben. Wir wollen ja auch Tagebucheinträge. Mal gucken, was die anderen noch so sagen. So, Naz Teran. Ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen, sonst kam er jeden Tag hierher. Mir fehlt es an Geduld für eure Fragerei. So. Ah ja, okay, das sagen also die anderen nur. Wahrscheinlich immer nur diese Sache. Ja, okay, wahrscheinlich sagen die alle das Gleiche. Das heißt, kann ich dich nochmal darauf ansprechen? Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Das heißt, wir müssen jetzt mit Gardela reden. Und zwar reden wir erstmal über Naz Teran. Ich habe keine Ahnung. Und dann über sie. Ah ja, okay. Verstehe. Du brauchst also erstmal ein bisschen Geld. Und dann redest du auch über Kunden. Verstehe ich das richtig? Ja komm, aber jetzt. Ah ja, okay. Ich mag über meine Kunden nicht reden, aber für euch will ich eine Ausnahme machen. Lasst euch nicht mit ihr ein. Nicht einmal reden solltet ihr mit ihr. Zieht weiter und schaut euch nicht um. Aha, das ist ja mal eine interessante Sache. Okay. Ja, in Ordnung. Verstehe. Was wollt ihr damit sagen? Ja, ich will gar nichts damit sagen. Also, ihr sucht mich? Warum? Möchtet ihr gerne sterben? Ah, ich verstehe. Interessant. Ja, wo lebt die nochmal? Sprecht oder verschwindet. Die lebt Amava. Sie ist dort drüben. Aha. Sollte in seiner Wohnung versuchen, aber ich weiß nicht, wo er lebt. Ach so. Ah, ich soll also nach der, nach Naz Terans Wohnung suchen und, ich verstehe. Okay, deswegen er, so, und sie sagt, das nicht und sie hat tatsächlich keine Ahnung. Das heißt, jetzt ist ja wirklich sie unser, oh Gott, die wird ja immer angepisster. Hört auf mich, Fremden, ihr seid ein Fremder und Fremde sind in Morrowind nicht sehr beliebt. Seid etwas entgegenkommender, sonst wird niemand mit euch reden. Ja,
wie wäre es, wenn du auch mal irgendwie entgegenkommen bist? Also ich meine, warum sollte ich denn mit dir entsprechend... Warum sollte ich nett zu dir sein, wenn du so kacke zu mir bist? Jetzt mal ehrlich. Ja, ja, ja. Sag mal. Was ist denn dein Problem hier? Ich mag dir nicht mehr geben. Aha. Wow, die ist wirklich richtig bescheiden. Okay. Oh, oh. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Okay, Nazteran. Was wollt ihr damit sagen? Okay. Dann habe ich eine Idee. Dann müssen wir wahrscheinlich warten, bis die Levitation vergangen ist. Und dann hat sie höchstwahrscheinlich den Schlüssel. Ansonsten müssten wir schauen, ob wir den Schlüssel hier irgendwo finden. Entsprechend in einem der Räume. Aber hier gibt es keine. Es ist ja schließlich nur eine Taverne. Stimmt, es ist ja keine Absteige direkt. Das ist nicht für Übernachtungen. Naja, gut. Dann werden wir das wohl in der nächsten Folge versuchen. Bis dahin. Ciao.